meine beiden Chilis. Chili-Liebhaber gibt es ja wirklich viele, die sich da bestens mit auskennen, genauso wie das auch bei Tomaten der Fall ist. Ich persönlich habe mit Chili immer so ein bisschen ein Problem, weil ich Schwierigkeiten mit der Schärfe habe. Heute bin ich auf jeden Fall mutig und werde jetzt mal meine beiden Chili-Sorten hier verkosten. Damit sage ich euch herzlich willkommen in meinem Garten. Was habe ich jetzt hier für Sorten? Die erste hier ist eine Aji Mango. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Die hat mir Daniel von Daniels Gartenkanal in Erftstadt geschenkt und hat mir diese Sorte empfohlen. Sie hätte einen fruchtigen Geschmack und wäre nicht allzu scharf. Wie gesagt, da bin ich mal gespannt, weil ich habe was gesucht für meine Sweet Chili Soße. Die andere Sorte ist die Lemon Drop. Da hatte ich eigentlich gedacht, moderate Schärfe. Wie gesagt, ich werde es ja gleich testen. Und man hatte mir gesagt, die hat doch ganz schön Wumms. Chili lassen sich wunderbar im eigenen Garten und auch im Gewächshaus anbauen. Die sind natürlich äußerst wärmeliebend, wie auch Paprika. Aber wie man sieht, bei mir hat es funktioniert, wenn ich auch nicht riesengroße Pflanzen habe. Die Lemon Drop, die hatte ich mir selber vorgezogen. Da habe ich ausgesät im Februar. Dann braucht die Aussaat ziemlich Wärme bis zur Keimung. Und dann muss man halt mit dem Auspflanzen warten, ob jetzt ins Gewächshaus oder in den Kübel ins Freiland, auch so ein bisschen geschützt wäre gar nicht schlecht, bis nach den Eisheiligen. Im Gewächshaus geht das dann natürlich ein bisschen früher, wenn das Wetter nicht mehr ganz so kalt ist. Aber jetzt werde ich hier mal die erste ernten, und zwar die Aji Mango, und dann werden wir die mal verkosten. Ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet und mir hier schon mal ein Gläschen Milch oder eine Tasse Milch parat gestellt. Der Schärfestoff in der Chili ist das Capsaicin und das ist nicht wasserlöslich. Also würde es gar nichts nützen, wenn ich mir jetzt hier ein Gläschen Wasser hingestellt hätte. Nein, dieser Stoff ist fettlöslich und deshalb wird zum Beispiel Milch empfohlen. Ich lasse drauf ankommen. Ich ziehe mir jetzt hier auf jeden Fall Handschuhe an, denn bekanntlich, wenn man das von den Chili an den Fingern hat und man reibt sich womöglich in die Augen, das könnte dann bitterböse ausgehen. Also, wie immer, Vorsicht ist besser wie Tapferkeit. Als erstes ernte ich jetzt mal einfach von hier oben eine. Die größte Schärfe liegt immer in den Saatkörnern. Deshalb, die werde ich dann jetzt mal nicht versuchen. Ich denke, ich probiere mal ganz hier unten an der Spitze. Mal riechen. Ich mache das lieber noch was kleiner. So. Nur so einen ganz, ganz kleinen Fitzel. Chili werden ja mit der Schärfeskala Scoville gemessen. Und da erreicht die Aji Mango wohl die 7, ein Scoville-Wert zwischen 30 und 60.000 Scoville. Ich vermute, das ist schon ganz schön was, zumindest für mich. Aber jetzt mal sehen. Mutig voran. Erstaunlich. Ich habe ja jetzt auch tatsächlich nur hier vorne diese Spitze mir genommen. Da muss ich sagen, da ist sie noch mild. An den Kernen werde ich jetzt natürlich nicht kosten und die schmeckt tatsächlich nach Mango. Das hätte ich nicht gedacht. Das ist unglaublich. Also ich denke mir, für so eine richtige fruchtige Soße, top, ist das bestimmt genau das Richtige. Dann sage ich mal danke an den lieben Daniel für die Empfehlung. Also Aji Mango, super. Ich nehme noch mal das andere Stückchen. Wirklich gut. Natürlich, es kommt die Schärfe. Die merke ich auch so im Nachgang. Ja, die Schärfe ist auf jeden Fall da. Aber jetzt das Stückchen, was ich hatte, ist zumindest nicht so scharf, dass ich jetzt sagen würde, oh je, oh je, oh je. Nee, wunderbar. Sollte für eine Sweet Chili Soße
super sein. Wer natürlich schärfer mag, bitteschön, kommt ja dann auch, denke ich, auf die Menge an, die man in die Sweet Chili Soße mit reinmacht. Vielleicht auch eine schöne Mango Chili Soße. Ich guck mal. Jetzt trinke ich aber trotzdem mal ein Schlückchen Milch nach. Also die Sorte begeistert mich auf jeden Fall. Schotengröße würde ich sagen so 7 cm mit einem Durchmesser von 1,5 cm. Die sind auch dann nicht ganz so winzig. Und jetzt probieren wir mal die Lemon Drop. Mal schauen. Ich hatte nämlich gelesen, die könnte man wunderbar einfach mit in den Salat reinschnibbeln. Naja, bei der hier könnte ich mir noch vorstellen, zumindest jetzt bei meinem Schärfegrad, den ich jetzt hier probiert habe. Ich habe mich natürlich belesen und da schwankt er ja zwischen 30.000 und 60.000. Also Vorsicht ist dann doch vielleicht immer besser, wenn der Schärfegrad so unterschiedlich sein kann. Jetzt hole ich mal eine Lemon Drop. Eine schöne Reife. Die sieht doch wunderbar aus. Hier die Lemon Drop ist kürzer und ich würde sagen so ein bisschen knorziger wie die Aji Mango vom Aussehen her. Die Lemon Drop stammt übrigens eigentlich aus dem südamerikanischen Raum, wird aber mittlerweile auch in Europa viel angebaut, weil sie auch durch ihren zitronigen, fruchtigen Geschmack wohl sehr beliebt ist. Die erreicht jetzt eine Schärfe von 40 Scoville. Ich nehme wieder hier die Spitze. Auch nicht so sehr scharf, zumindest an der Spitze nicht. Ich wage mich da jetzt mal was weiter hervor. Aber mal hier noch so ein Stückchen. Kerne mache ich aber besser weg. Oh ja. Oh, schnell was trinken. Mein lieber Mann. Die hat aber doch ganz schön Wumms. Zumindest jetzt, wo ich in diesen Bereich gekommen bin, wo das Kerngehäuse anfängt. Also, scharf ist die auf jeden Fall. Ich will das jetzt nicht bei der Aji Mango auch nochmal versuchen. Fruchtig im Geschmack, zitronig ist sie auch. Kann ich mir auch super gut auch für so eine richtige Chili-Soße vorstellen. Auch getrocknet als Chili-Gewürz. Kann man natürlich aus jeder Paprika, aus jeder Chili-Sorte sich auch ein Gewürz zubereiten. Die Früchte ernten, die werden gedörrt. Wenn man möchte, kann man das Kerngehäuse noch vorher entfernen. Dann wird gedörrt und dann kommt das Ganze durch einen Zerkleinerer oder eine Mühle und man hat Pulver. Wenn man möchte, kann man noch ein bisschen Salz dazufügen, dann hat man Chili-Salz. So einfach ist das. Aber um das Ganze jetzt hier fair ist, schneide ich mir jetzt hier von der Mango auch noch mal ein Stückchen. Mach mir jetzt da aber auch die Kerne natürlich raus. Mal gucken, wie es jetzt ist. Wird etwas schärfer, aber bei weitem nicht wie die Lemon Drop. Würde ich jetzt so für mich empfinden. So im Nachgang, dann kommt da schon was. Mein Fazit zu diesen beiden Chili-Sorten. Fruchtiger finde ich persönlich die Aji Mango. Die hat wirklich einen super Geschmack. Bei beiden habe ich gemerkt, die äußerste Spitze der Frucht war wirklich mild. Und bei beiden war auch gleich, sobald man ans Kerngehäuse kommt, auch selbst wenn man die Kerne wegtut, dann kommt doch eine ganz schöne Schärfe bei beiden Sorten. Entschuldigung übrigens für den Ton. Hier in der Nachbarschaft, da wird gearbeitet. Ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem. Vom Geschmack her bevorzugen würde ich die Aji Mango. Die ist wirklich sehr, sehr lecker. Richtig nach Mango. Eine absolute Empfehlung. Eine tolle, tolle Chili-Sorte. Chili anbauen ist wirklich eine feine Sache. Und gerade hier diese fruchtigen Sorten, die haben mich sehr interessiert. Falls ihr diese Sorten auch kennt, schreibt es mir noch mal gerne in die Kommentare. Da bin ich mal gespannt, wie ihr das so empfindet mit der Schärfe. Getragen hat die bisher nicht besonders viele Früchte.
die jetzt da reif geworden sind, aber einige hängen ja auch noch und sind noch grün, die werden dann wohl auch noch reifen, hoffe ich mal. Vielleicht werde ich auch versuchen, die beiden zu überwintern. Ich muss mal sehen. Mein Platz ist natürlich leider sehr begrenzt. Ich schau mal, ob ich die noch unterkriege. Dann wäre das natürlich toll für das kommende Jahr. Wenn euch dieses Video gefällt, dann gebt mir doch ein Däumchen hoch und abonniert mich vielleicht auch, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Ich sag schon mal Dankeschön dafür. Das war's jetzt auch schon wieder von mir. Kurz und knapp über meine beiden Chili-Sorten, die fruchtigen. Dankeschön fürs Zuschauen. Lasst es euch gut gehen. Bis bald. Lieben Gruß hier von mir. Tschüss.